ohne mich ist die SPD nur noch eine FDP, die es noch nicht gemerkt hat. Ja bereits vor Hartz IV schon ziemlich geschwächelt. Aber nach Hartz IV war sie nur noch ein Frack. Dazwischen hat sie noch mal Gas gegeben. Aber das ist wie mit den alten Gäulen, die vom Pferdehändler vorm Deal noch mal ordentlich gedopt werden. Da kriegen die 3-4 Vitaminspritzen in den Hintern, scharfe Chili, Schote unter die Zunge und schon schnauben die noch mal wie ein junges Fohlen und machen noch mal Tempo. Wie ein richtiges Vollblut. Aber nach dem Rennen kippen die dann ins Wachkoma und landen wie ein Fleischwolf direkt in der Lasagne. Genauso habe ich es mit der alten Schindmeere-SPD auch gemacht. Erst Pfeffer unter den Sattel und dann im gestreckten Schweinsgalopp direkt den Mann zum Abdecker, also zum Sigmar Gabriel und seiner Leimsiederbande. Ich bin halt der Gib-Gas-Gerd, ich halte mich als Käme so Kleingeriertheiten auf wie Parteiprogramm und Solidarität oder anderem Spießergedöns, ob in der Politik oder wie früher auf dem Bolzplatz. Ich bleib meiner alten Kampfdevise und meinem starken Spitznamen treu, der Acker. Ich dribbele dir noch heute in die glatteste Rasenfläche so viele Furchen rein, dass sie nur noch als Kartoffelacker durchgeht. Genau wie die SPD. Von der Blümchenwiese zur kahlen Brache, für den Ackergeld kein Problem. Den paar Gänseblümchen, die ich übrig gelassen habe, den haben dann der Münte und der Machmalsteini immer noch rechtzeitig die Köppe platt getreten. Ja, ein Mann muss eben tun, was ein Mann tun muss und Genosse der Bosse wird man nicht umsonst. Da muss man auch mal was einstecken können. Meine Nehmerqualitäten sind ja längst legendär, aber das nutzt dieser abgehalfterten SPD ja nichts. SPD ist passé. Auch wenn sie bei Umfragen ab und an mal so ein paar Prozentpunkte raufrutscht. Das ist wie bei den letzten Dodos um 1650. Da hat sich auch nochmal der Bestand kurz erholt, bevor sie dann endgültig vom Acker waren. Ohne mich ist die SPD nur noch eine FDP, die es noch nicht gemerkt hat. Dann nehmen wir doch noch mal unseren letzten Kanzlerkandidaten-Komparsen. Den Peer Steinbrück. Der kann alles Mögliche, nur nicht Kanzler. Das ist ein Sparkassenfilialleiter fürs zweite Glied. Der ist so ein Technokratenfuzzi. Kann doch keine Massen mobil machen. Dazu brauchst du ein ordentliches Pfund in der Hose. Und keinen Taschenrechner im Schritt. Und überhaupt, um so ein Spitzenland wie Deutschland einigermaßen angemessen zu repräsentieren, brauchst du eine ordentliche Portion Charisma. Oder wenigstens das Gegenteil davon, siehe Merkel. Aber beim Gabriel und den Stones, also Steinmeier und Steinbrück, da habe ich immer das Gefühl, die haben Schiss vor der eigenen Courage. Die leiern dir monatelang rauf und runter, wo es alles nicht geht. Und schauen dabei lieber der leeren Kutsche nach, anstatt sich mal beherzt am Riemen zu reißen und über den eigenen Schatten zu springen, auch wenn da kaum noch einer geworfen wird. Da gibt es eine rot-rot-grüne Mehrheit jenseits der Merkel und diese strategischen Kleingeister machen nichts draus. Leute, wenn ich es zu stemmen gehabt hätte bei diesem Wahlergebnis, da wäre mit mir der Machiavelli durchgegangen. Die Mutti wäre weg vom Fenster. Ich hätte mir den Gysi zu meinem Vize gemacht und vorher noch dem Oscar die Sarah ausgespannt.